Update 1.8, neue Inhalte, Ausmalen des Terrains, Landschaftsverbesserung, Sumpfbedürfnis, Fischfutterstationen und mehr. Ausmalen des Terrains, Werkzeuge zum Bearbeiten der Büsche und natürliche Landschaft. Eine Auswahl an Pinselwerkzeugen und Buscharten ermöglicht es Ihnen, jede Insel individuell anzupassen, während einzigartige natürliche Landschaftselemente Ihre Gehege visuell interessanter machen. Sumpfbedürfnis und Fischfutterstationen. Die Spinosauridae benötigen jetzt Sumpfland und fressen lieber aus Fischfutterstationen. Verbesserungen an der Gyrosphäre. Sie können jetzt spezielle Tore benutzen, um auch zwischen den Gehegen Gyrosphärengleise zu verlegen. Nehmen Sie jetzt selbst an einer Tour teil und genießen Sie den dynamischen Sound, der sich an dem von Ihnen gebauten Park orientiert. Zufallsbasierter Herausforderungsmodus. Sie können jetzt zu Beginn des Herausforderungsmodus einstellen, dass die Grabungsstätten zufällig ausgewählt werden. Diese Einstellung eignet sich für alle, die eine noch größere Herausforderung suchen. Jawohl, weiter und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jurassic World Evolution. Endlich, jawohl. Wir spielen weiter mit der Kampagne und ich habe jetzt lange gewartet. Ich habe auch das eine DLC, was ich eigentlich schon begonnen hatte, wieder rausgenommen, weil wir das separat nochmal spielen, nachdem wir das neue DLC Claire's Zuflucht gespielt haben. Und wenn wir dieses DLC und das Dr. Wu DLC, oder sagen wir mal, wenn wir dieses DLC fertig haben, kümmere ich mich um die vier Grundinseln, die wir hatten. Mach die auf den neuesten Stand mit diesem wunderschönen Update 1.8 und dann spielen wir Secrets of Dr. Wu. Drohnen können keine Tunnel oder Höhlen erforschen und sie können gehackt werden. Sobald ein echter Krieg ausbricht, ist diese ganze Technik nutzlos. Rick Hoskins. Und wir starten jetzt in oder auf Isla Nublar zum ersten Mal. Und ihr seht im Hintergrund schon hier, der Mount Sibo brennt schon. Ich kehre mit einem gewissen Maß an Aufregung und Angst zur Isla Nublar zurück. Hier sind mir einige der größten Errungenschaften meines Lebens geglückt. Und leider auch einige meiner bedauernswertesten Fehlschläge. Doch seither habe ich viel gelernt. Über die Dinosaurier, diese Insel und mich. Also, willkommen zurück. Dieses Mal werden wir es besser machen. Und wenn wir gehen, dann nach unseren eigenen Bedingungen. Das ist schon eine Krankheitsausführungsstruktur beschädigt. Ihre Mission, retten und siedeln Sie alle Dinosaurier um. Nublar Nord. Willkommen in der Jurassic World oder was davon übrig ist. Diesmal sind Sie nicht hier, um einen Park zu bauen, sondern um die Dinosaurier zu retten. Der Mount Sibo stellt eine ernstzunehmende Bedrohung dar, weshalb sie so schnell wie möglich in die Zuflucht gebracht werden müssen. Doch zuvor müssen sie dafür sorgen, dass die Dinosaurier für den Transport gewappnet sind. Leider scheinen alle Tiere auf der Insel an einer unbekannten Krankheit zu leiden. Finden sie die Quelle dieser Krankheit, entwickeln sie ein Heilmittel und retten sie die Dinosaurier. Die Welt sieht zu. Eingehende Übertragung. Wir wissen beide, warum wir hier sind. Es wird Zeit, diese Tiere zu retten. Aber dazu müssen wir zusammenarbeiten. Fangen wir an. Bauen Sie eine Rangerstation. Steuern Sie ein Ranger-Team, um das Stromnetz und das Kraftwerk zu reparieren. Stellen Sie sicher, dass die Rangerstation mit Strom versorgt ist. Mission starten. Okay. Die Rangerstation. Wir haben nur ein begrenztes Budget, um diese Mission ins Rollen zu bringen. Zuerst müssen wir die Stromversorgung wiederherstellen. Das Stromnetz von Nublar sollte ausreichen. Uns fehlen jedoch die Kapazitäten, um es zu erweitern. Beachten Sie mich nicht, Miss Deering. Oh mein Gott. Ich bin nur ein Beobachter. Oh, und ich soll sicherstellen, dass die Investition der Foundation nicht verschwendet wird. Auch wenn sie nur begrenzt ist. Ich werde sie aber auch mit meinem Wissen und Lächeln unterstützen. Die Insel ist riesig. Die Insel ist riesig. Oh my fucking gosh. Oh my fucking gosh. Oh mein Gott, wir haben so viel zu bauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Rangerstation sollen wir bauen. Wir bauen die Rangerstation unten ans Gehege natürlich hin. Winkelsnap umschalten. Ist es jetzt zum ersten Mal ein perfekter Winkelsnap? Kann das sein?
der Winklesnap so, wie er immer schon sein sollte. Mal kurz in die Richtung. So, und jetzt da. Na super. Na super! Oh crap, oh crap, oh crap. Ach du grüne Neune. Ich glaube, er ist gerade angepasst. Kann das sein? Also es sieht zumindest so aus, als wäre er gerade angepasst. Es sieht zumindest so aus. Ach du grüne Neune. Da erfährt man jetzt alles. Oh, holy crap. Da haben sie einiges gemacht. Alter Verwalter. Aber wie gesagt, wir bauen einen Sandbox-Modus auch noch. Also alles gut. Genau, so. Wir müssen warten. Bis die Ranger-Station fertig ist. Jetzt ist sie fertig. Anlage nicht gebaut. Okay. Das hatte ich doch alles schon mal reingeschaltet. Oh no. Muss ich das hier separat nochmal machen? Ich habe keinen Plan. Es interessiert mich jetzt. Ich muss das machen. Ich will nicht nochmal alles. Nochmal alles machen müssen. Verzeiht mir das kurz. Cool. Der Mount Sibo bricht aus. Genau, wir haben jetzt genau ein Ranger-Team. Und dieses Ranger-Team Die Rückkehr auf diese Insel weckt viele Erinnerungen. Nicht alle sind schlecht. Wir haben auf Isla Nublar gute Arbeit geleistet. Simon Masrani, er war ein guter Mann. Er hat John Hammonds Vision verstanden. Ein Traum, der zu einem Albtraum wurde. Wie ungefähr bei 3 Filmen zuvor. Als würde ich nach Hause kommen. Ich habe hier vor einer Ewigkeit als Praktikantin angefangen. Wir haben den Dinosauriern eine zweite Chance gegeben. Und jetzt bekomme ich auch eine. Obwohl Isla Nublar im Chaos versinkt. Ich wollte nie hierher zurückkehren, aber ich habe immer gewusst, dass ich es tun würde. Mein Leben wird für immer mit Isla Nublar und den Ereignissen, die uns gezeigt haben, wer wirklich das Sagen hat, verbunden sein. Doch diesmal können wir es richtig machen. Oder wenigstens besser. Und ich bin nicht für mich hier, sondern für sie, die Dinosaurier. Ich bin immer noch für sie verantwortlich. Es ist so beautiful. Zusammen können wir der Welt zeigen, wie wichtig diese prähistorischen Tiere für unsere Zukunft sind. It's so beautiful. Neuer Fahrzeugskin. Wir müssen hier echt nochmal alles von vorne spielen. Oh Mann. Uns fehlt noch ein paar Verwendungen. Oh Mann. Ja, wir haben hier noch eine kleine Autofahrt vor uns heute. But it's so beautiful. Und da ist ein Stein, der da liegt. Oh mein Gott. Ist es jetzt endlich das Spiel, was es hätte davor schon sein können? Es ist und bleibt ein wundervolles Spiel. Das ist ein Fakt.
So. Eins müssen wir noch. Ja, der kocht. Der Berg kocht. Das Kraftwerk muss auch noch repariert werden, na toll. Bisschen aufscheuchen hier. Mal, ob wir es vielleicht nochmal schaffen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es sind 5 Sekunden, die man springen muss. Gut, die Stromversorgung funktioniert wieder. Jetzt brauchen wir neue Anlagen, um weitermachen zu können. Funktioniert die Kaffeemaschine jetzt? Endlich! So lange musste ich seit 1993 nicht mehr ohne Koffein auskommen. Okay, Gegenstand verfügbar. Ja, dann forschen wir das mal kurz. Das ist nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Den hätte ich gerne. Ich weiß nicht, wie man den freischalten kann. Nur 93 Jeep, das wäre halt das, das hält das Ultimative. Neues Team, jawohl. Neues Team, jawohl. So. Bestätige Aufgabe. Anfrage bestätigt. Lege weitere Aufgabe fest. Einverstanden. Unbekannt zur Heilung benötigt. Was müssen wir denn jetzt machen? Das ACU-Zentrum. Natürlich. Wir brauchen auch einen Flugplatz. Können sie nicht heilen. Das ist schon mal ein Problem. Kommen wir jetzt zum Wichtigsten. Den Dinosauriern. Ihr Wohlbefinden hat oberste Priorität, weshalb wir die Quelle dieser Krankheit finden müssen. Mein Team hat ein paar Tiere ausfindig gemacht, die sie sich näher ansehen wollen. Sie müssen diese Dinosaurier zuerst finden und einfangen. Und dann sicherstellen, dass sie in geeigneten Gehegen untergebracht werden. Sie sollen es bequem haben. Apropos bequem, kann mir jemand einen besseren Stuhl besorgen?
Der hier macht meinem Ischias zu schaffen. Zugriff auf T-Rex in der Zuflucht. Ich weiß, dass Sie sich gerade um wichtige Dinge kümmern, aber es gibt noch anderes zu tun. Wir müssen die Dinosaurier auf dieser Insel fotografieren, damit uns das in der Zuflucht erspart bleibt. Wir brauchen von jeder Dinosaurierart, die sich aktuell auf Nublanor befindet, ein Referenzfoto. Dadurch können wir sie wesentlich einfacher identifizieren und katalogisieren. Wenn wir sie in ihre neue Heimat gebracht haben. Sie müssen sie nicht alle auf einmal fotografieren, schließlich werden sie nicht einfach verschwinden. Noch nicht. Erledigen Sie diesen Auftrag und wir werden nach unserer Ankunft der Zuflucht sicherstellen, dass Sie für Ihre Mühen angemessen belohnt werden. Na toll. Sie sollten hier nicht ganz so frische Luft genießen und ein paar Fotos machen. Ich werde Ihre Komposition streng beurteilen, als ob ich wüsste, was das bedeutet. Toll. Ich krieg den Weg nicht so hin, wie ich ihn haben will. Dass es irgendwie schön aussieht. Das ärgert mich gerade. Aus. Oh Mann. GL03. Sinoceratops. 04 NBR. Take this. Stigimoloch STM 01. 03, 02, 04. Achso, die sind eh markiert. Das mache ich mir echt die Mühe. Okay. Ceratops. Dann haben wir hinten noch den Stegosaurus. Oder Kentrosaurus, das ist kein Stegosaurus. Oder? Sondern schon? Doch, schon ein Stegosaurus. Doch, doch. Müssen sie irgendeine Art zu fotografieren hin? Nein. Dann ab nach vorne. Fotos.
Chemie-Minus, haben wir 6 von 12. Die Mission machen wir in der Folge jetzt schon fertig. Dann geht es in der nächsten Folge schon wieder um was anderes. Weiß nicht, um was es dann geht. Wir schauen, das ist der Mount Sibo. Und das sind nicht noch mehr verletzte, beziehungsweise stark fast sterbende Dinosaurier haben. Direkt vor uns. Müssten einige Arten sein, eigentlich. Direkt hier. Rechts Parasaurolophus und Centaurosaurus vermutlich. Kuritosaurus haben wir da. Oh ja, ist Kuritosaurus. Ups. So, jetzt haben wir noch drei Arten voraus. Kann das sein? Hinten verstecken sie sich. Oh. Guck mal einer an. Mit 10 von 12 Arten. Jetzt müssen wir auch genau zwei Arten voraus haben. Das ist das. Wow! Triceratops. Und Apachycephalosaurus. Haben wir hier. Schatten steht der nächste. Es fehlt noch einer. Ah, er hat ihn nicht genommen. Jetzt haben wir ihn aber. Danke für das Katalogisieren der Dinosaurier.